Hallo, meine Lieben. So, Della. Wir haben mal gedacht, wir machen ein WIMP. Jetzt hätte ich natürlich das ganze Plan with me machen können und am Schluss sagen, dass das ein WIMP wird, aber ich sag's gleich. Ja, wir machen ein WIMP, weil habe ich mal gedacht, es geht mir wirklich gut. So gesehen, brauche ich mir die Wochen auch nicht so massiv erholen. Ich meine, natürlich will ich mich nach wie vor erholen, das ist keine Frage. Aber es ist nicht so, dass ich da hänge wie ein nasser Datschka. Ja, also mach mal WIMP, weil das wird möglicherweise eh die einzige Zeit sein, wo sich das ausgeht. Also ich weiß ja nicht, wie ich das früher hinkriegt habe, dass ich so 3 bis sogar 4 Mal im Jahr oder zumindest 2 bis 3 Mal ein WIMP gemacht habe. Ja. Also, wir machen ein WIMP. Und warum machen wir ein WIMP? Weil, habe ich jetzt vergessen, die Maike war es, glaube ich, die gesagt hat, weil ich gemeint habe, naja, in diesem Wochenlehrt, ich tue ja da nicht für jeden Tag, also was soll ich denn da herzeigen? Hat es gemeint, ja, kannst du ja den Deko Memory Keeper auch mit herzeigen. Das war natürlich sehr klug, ja, weil dann passiert ein bisschen mehr, gell? Es wird nicht wahnsinnig viel mehr passieren, aber es passiert ein bisschen mehr. Den, wenn wir jetzt aber auf die Seiten legen, den zeige ich euch heute noch nicht, also zumindest jetzt noch nicht, aber den werde ich auch noch aufsetzen. Und vom Plan her gab es jetzt einmal ein Video für das Wochensetup da drinnen, ein Video für das Wochensetup da drinnen, beziehungsweise Doppelseite, wobei dieses Mal wird es tatsächlich eine ganze Woche sein, weil ich habe nur mehr ein Spread im Juli und da müssen jetzt alle 7 Tage reinpassen. Und ein Flipthrough werde ich dann auch gleich machen. Habe mir gedacht, das werde ich noch in einem Video gleich kombinieren. Und ja, das wird aber ein eigenes Video. Also das heißt, es gibt quasi 2 Setup-Videos und dann gibt es natürlich die üblichen Montag bis Sonntag Daily. Dinge, was ich halt so in meinen Planern ganz generell mache. Und weil es so ist, wie es ist, natürlich zumindest noch das Setup-Video für die nächste Woche da drinnen, weil das habe ich bei der WIMP immer so gemacht, dass es dann eben noch ja, noch ein Setup gibt. Jetzt ist natürlich das Thema, dass es auch noch ein August-Setup geben muss und so gesehen komme ich ja glatt ein bisschen in den Stress, wie ich diese ganzen Videos dann auch online bringen werde. Ja? Gut, will aber heißen, dadurch, dass es schon einmal 2 Setup-Dinger für die Woche gibt, dass das jetzt dann am Montag rauskommen wird, das wird am Dienstag rauskommen und das Video vom Montag, also von morgen, wird dann das erste Daily am Mittwoch sein. Was natürlich heißt, dass die WIMP dadurch wesentlich länger auf YouTube länger dauert, weil ich einfach mehr Videos dazu habe und ja. Eventuell ist da eh keiner böse. Was das Schöne aber auch ist, ich habe dann mehr Zeit, die Videos zu bearbeiten. Auch wichtig. Immer mit einplanen. Genau, also den tun wir jetzt auf die Seiten. Den zeige ich euch erst beim nächsten Video. Und ja, zweites Monat da drinnen bin ich durchaus sehr zufrieden. Das ist jetzt die aktuelle Woche. Die habe ich eh auch gestern auf Instagram hergezeigt und bin mit der sehr, sehr happy, auch wie sie sich entwickelt hat. Werde vielleicht hier noch journalen, da habe ich übrigens heute mir auch getan. Ja, mei. Eventuell werde ich da noch journalen, sonst muss ich aber sagen, es ist mir auch egal, wenn es leer bleibt. Ich habe im Memory Keeper genug stehen, ich habe da überall ein bisschen was stehen zu den Tagen, wo ich in der Klinik war. Und ja, also dementsprechend passt es schon, auch der Platz ist jetzt nicht genutzt. Aber ja, ich finde die Doppelseite trotzdem super hübsch. Und ja, so schaut es aus. Nur jetzt müssen wir die nächste Woche. Und ich hätte ja sogar 2 Wochen. Also wenn das nicht hinhaut, gell, wenn da eine Katastrophe rauskommt, kann ich einfach da noch was machen. Ja? Sonst habe ich mir überlegt, dass ich die 2 Seiten einfach zusammenklebe. Das wird sich noch weisen, gell? Weil wirklich einfallen tut mir jetzt nichts, was ich mit dieser 5. Woche anfangen soll. Ja, daher eventuell wäre es einfach zusammenkleben. Gut, die Herausforderung war jetzt natürlich auch, etwas zu machen, wo ich dann auch jeden Tag was tun kann.
Ja, weil ich meine, natürlich können wir auch einen WIMP machen, wo ich nur zwei Sachen eintrage, drei Sachen abhackel, meinen Tracker update und dann war es das. Dann sind es entzückende 5-Minuten-Videos. Das ist aber nicht so ganz mein Stil, was die WIMP betrifft. Also daher habe ich mir schon gedacht, ich möchte etwas, wo ich jeden Tag ein bisschen was tun kann. Genau. Und da habe ich mir gedacht, ich kann da mal alles auspacken, was ich, nicht wirklich alles, aber fast alles, was ich bei Idee gekauft habe. Ja, also ich bin ja dann doch hin und wieder in Berlin oder überhaupt das allererste Mal war ich ja in Stuttgart bei Idee. Das ist auch schon lang her. Bist du da? Aber das ist echt lang her. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir eigentlich in Stuttgart waren. 2016? Vermutlich. Bei einer Comic-Con auf jeden Fall. Ja, wie auch immer. Die zwei Washi-Tapes habe ich jedenfalls das letzte Mal gekauft, wie ich zu Ostern in Berlin war. Dito dieses Checklisten-Dings. Das haben wir einmal mitgebracht. Dann habe ich nur zur Unterstützung des Ganzen noch von Washi-Tape-Shop dieses Regenbogen-Dings. Nur falls ich das Gefühl habe, irgendwo brauche ich noch was, aber sowas würde nicht passen. Dann habe ich hier alle kleinen Sticker-Sheets drinnen, die ich von Idee habe, wo ich teilweise sehr viele mehrfach habe, weil ich ja gedacht habe, huch, gach gehen's mal aus. Da ist grundsätzlich auch das ganze Vintage-Zeug drinnen, das werde ich nicht brauchen. Aber eben so alles, was knatschbunt ist, das ist schon einmal sehr gut. Dann habe ich mal dieses Stempelset mitgenommen, habe aber auch hier zur Unterstützung zwei einmal Klartext und einmal L'Enfant mitgebracht. K-Schrift ist jetzt wirklich perfekt, dass sie da dazu passt, aber ich möchte vielleicht auch Text machen, eben zum Beispiel To-Do oder sowas, wo ich keinen Sticker habe, aber wo eben auch da nichts drauf ist. Deswegen habe ich mir das mitgenommen, weiß noch nicht, welches von den beiden ich dann verwenden möchte. Hängt ein bisschen davon ab, wie dick die Schrift ist, wenn sie da gestempelt ist. Ich möchte diese Wochentage verwenden. Wenn die eher dicker sind, werde ich das nehmen. Wenn sie eher dünner rüberkommen, dann möchte ich das nehmen. Das ist eigentlich der Gedanke. Genau, dann haben wir das. Dann habe ich verschiedene Schablonen mitgebracht, wo ich auch nicht unbedingt weiß, wie ich sie alle brauche oder nicht. Aber das ist ja im Grunde genommen egal. Die sind halt so Hobonichi-mäßig ein bisschen, gell? Also das heißt, wir haben dann schon ein Telefon und ein E-Mail und Sprechblasen und so. Wobei Sprechblasen werde ich eher weniger brauchen, weil ich keinen Unterricht habe die Woche. Aber zum Beispiel da unten haben wir so eine Hantel. Damit könnte man eventuell Sport. Bin jetzt gerade 2 Tage spazieren gewesen. Haha. Also das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es da jetzt auch noch einmal etwas, wo Pfeile, Checklisten war, glaube ich, einmal der Hauptgrund, warum ich die mitgenommen habe. Dann eben auch wie bei Hobonichi solche Linien, die man mit Zeitpunkten verknüpfen kann. Das werde ich ja nicht brauchen, weil ich keine Zeitleiste machen werde. Ich habe zwar Termine, aber nichts Dramatisches. Allerdings, was ich ganz witzig finden würde, wäre diese größere Sprechblase. Die könnt ihr zumindest am Freitag verwenden, weil ich da ja meinen Kontrolltermin habe. Und da werde ich reden, vermutlich mit der Frau Doktor. Gell? Dann haben wir hier noch eins, da ist Wetter. Allerdings ist ein bisschen schwierig, das weiß ich schon. Also da zum Beispiel diese Wolke mit Sonne, das ist eigentlich nur ein bisschen auf eine verhärtete Wolke mit 3 Strichen. Da würde ich eher die Wolke nehmen und dann die Sonne extra. Das funktioniert ein bisschen besser, aber nichtsdestotrotz, Wetter haben wir, dann Katze haben wir, Pflanzen hätten wir, wobei ich habe auch genug andere Dinge, wo ich Pflanzen und dergleichen markieren kann. Da haben wir dann auch Kasteln und so, die durchaus von der Breite exakt da reinpassen, was ja auch immer schon nicht schlecht ist. Ich schaue gerade, ob man das in irgendeiner Form taugen geht, einen Tag so zu strukturieren. Weil ich habe das ja immer wieder ganz gern, wenn ich einfach eine Schablone anlegen kann. Und jetzt sagen wir einmal, da einfach Linien ziehen. Also eben da eine, dann da und da, dann die nächste da.
da und da unten und dann hätte ich mehrere Kasteln. Das ist vielleicht was, was ich hinten ausprobieren könnte. Gell? Also die Idee gefällt mir gerade, das muss ich mir dann hinten gleich anschauen. Genau, dann haben wir da auch noch einmal Checklisten, also mit runden Dings ist grundsätzlich auch Zahlen, aber ich glaube nicht, dass sie die Daten so machen möchte. Glaube ich nicht. Genau. Warte, jetzt lasst es mich noch mal kurz schauen. Gibt es noch irgendwo Zahlen? Ich glaube, da gibt es auch noch einmal Zahlen. Genau. Und sogar Doppelpunkt dazwischen. Das heißt, man könnte Uhrzeiten sich da machen. Ja, also wie gesagt, ich habe es halt einmal mitgebracht. Und Leitl, das interessiert mich jetzt gerade. Wir wissen ja, dass ich neugierig bin. Wie nur was. Da habe ich jetzt keine Spalte mehr frei. Ich meine, wir wissen ja alle, wie lange ich den Planer nutzen werde. Daher ist es doch auch wurscht, wenn ich jetzt da schon wieder diese Seite hernehme, dann ist er halt einen Monat früher aus. Ja, ich habe damit wirklich kein Problem. Und wenn es mir taugt, dann kann ich ja dann ganz einfach den Tag genauso verwenden. Nachdem jetzt diese Kasteln exakt gleich breit sind wie diese Spalten, brauche ich tatsächlich nur die horizontalen Linien machen. So, dala. Und da hätten wir jetzt die Möglichkeit, da unten zum Beispiel das Wasser zu tracken und vielleicht auch schon das Essen. Da hätten wir eine To-Do-Liste. Da könnte man einen Fokus reinschreiben, da könnte man vielleicht Termine eintragen und hätte da jetzt zum Beispiel auch schon wieder die Möglichkeit, muss ich wirklich, also sowas fällt mir immer gleich, gell? Also nur damit man ein bisschen eine Struktur sieht, also das heißt, da hätte ich den Titel für die erste Spalte, wobei, war das jetzt wirklich so? Ah, okay, so habe ich das gemacht. Ja, ja, na, wie gesagt, ich tue jetzt nur denken. Ja, das hat eigentlich mit dem aktuellen Video überhaupt nichts zu tun. Sagen wir einmal, da hätten wir die ersten zwei, wir fragen mich nicht was. Das erste für den Fokus, das wären dann quasi die Header für verschiedene Sachen. Und da unten mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das Essen und da dazwischen da quasi auch irgendwie ein Fokus, da dann Termine mit, sagen wir, um 14 Uhr Zahnarzt. Und darunter hat man dann eine To-Do-Liste. Sowas mag ich immer irrsinnig gern. Wenn ich quasi einfach eine Schablone habe und dann ein fertiges Layout. Und da fällt mir jetzt sofort die Robin von Talks from the Heart ein. Die ist sensationell. Die ist so super. Gefolgt bin ich ihr damals. Da hat es an Hobonichi Weeks aufgesetzt. Und dann hat sie sich total verschrieben bei irgendwas, ist erst hinterher draufgekommen und hat so lachen müssen, dass ihr das passiert ist. Das war einfach so herzig. Ich mag das einfach, wenn Leute über sich selber lachen können. Und jedenfalls bin ich ihr sofort gefolgt. Und seitdem, das ist jetzt sicher schon 2 Jahre her, folge ihr und sie ist super witzig. Gell? Und die hat jetzt letztens, glaube ich, auch so... Hat sie ihr Planungssystem oder was auch immer vorgestellt, weiß ich gar nicht. Und da hat sie den Hobonichi Kassen hergezeigt und hat dann eben gesagt, ja, den verwendet sie so quasi nach wie Planen nach Zahlen. Ja, und das war echt cool, gell? Weil Planen nach Zahlen ist ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass du eben ein Layout hast, wo jede Sektion einfach eine bestimmte Funktion hat. Du schreibst was ein, hast nichts zum Einschreiben, lass das leer und zack, 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 zack und fertig bist. Ja? Und das wäre eben sowas mit Planen nach Zahlen.
Gefällt mir jetzt einmal. Ja, werden wir aber nicht heute machen. Werden wir nicht heute machen. Auch wenn es mir wirklich taugt. Aber das mache ich auch nochmal. Gut, was habe ich noch mitgebracht? Dann habe ich diese Sheets mitgebracht. Die habe ich auch irgendwann einmal gekauft. Das heißt, die haben lustige Pfeile, Monster. Monster sind immer ganz wichtig. Da habe ich schon wirklich entzückende Dekos gemacht. Da haben wir sogar noch mehr Monster. Und der ist dann, glaube ich, in irgendeinem Planer mal drinnen gewesen, den ich gekauft habe. Weil natürlich habe ich einen Planer auch mal kaufen müssen. Ja, gell? Müssen. Ja, und das sind dann die größeren. Das sind die Stickerbücher, die man bei ihnen kaufen kann. Und ja, die passen dann eher nur in diese größeren Hüllendinger rein. Jo, und ich denke, da ist dann auch genug drin, was man so brauchen kann. Im allerhöchsten Zweifel werde ich mir natürlich schon noch Stempel dazu holen müssen. Zum Beispiel für meine Medikamente muss ich ja irgendwas Ding. Ja. Okay, Schnauf. Als allererstes würde ich jetzt fast sagen, was mache ich als allererstes? Eigentlich glaube ich mal das Datum da oben stempeln, damit die weiß, ob eigentlich das Washi da anständig Platz hat da oben. Aber ich glaube eigentlich schon, das sollte kein Problem haben. Ich möchte es nämlich irgendwie da oben haben. Im Zweifel kann man dann da unten auch noch einmal einen Streifen hinmachen. Das da weiß ich nicht, ob ich wirklich verwenden will, weil das ist einfach ein bisschen busy. Auf der anderen Seite, wenn ich das verwenden würde, es ist erstens einmal eigentlich ein vertikales. Das ist durchaus auch ein Problem. Gell? Was jetzt natürlich heißt, wir könnten hergehen, nachdem das ja eine Seite ist, wo in der Mitte die Bindung auch sichtbar ist, könnte man natürlich einfach wusch da in die Mitte das hinkleben, aber dann habe ich nur das Washi in der Mitte. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen busy. Und das da hat allerdings natürlich den Nachteil, dass da die ganzen Charaktere drauf sind, die ja sonst stickermäßig auch habe. Also die möglicherweise auf der Seite auch als Sticker einsetzen möchte. Was wieder bedeutet, dass vielleicht ein bisschen viel von denen drauf sein wird. Dass das eine Sticker-Orgie wird, ist eh klar. Ja, ich möchte trotzdem, glaube ich, das da nehmen. Gut, passt. Dann brauchen wir jetzt einmal Tinte. Gut, die habe ich eigentlich eh gleich da und mein Stempelblock habe ich auch da. Dann würde ich jetzt einmal das Ganze datieren und dann schauen wir mal weiter.
So, Woche haben wir 29:30. So, Preisfrage. Werden wir das aber jetzt die Daten vielleicht mit was anderem stempeln, weil sonst ist das ja doch alles ein bisschen. Hä? Die Rot und die Orange sind fies, weil die sind ein bisschen trockener als alle anderen. Das Blau müsste ja grundsätzlich sich eigentlich schon halbwegs vertragen. Schauen wir mal ganz kurz, da haben wir eine Wolke und dieses komische Vieh hat blaue Ohren. Ja, nehmen wir doch einfach das Blau. Passt schon. Haben wir schon einmal genommen da drinnen. Glaube ich. Haben wir nicht irgendwann einmal schon Blau genommen? Ja, klar. Irgendwo. Da, genau, wie man die. Schon war sie das. Gell, dann werden wir das aber so nehmen, weil sonst ist das wieder alles ein bisschen schwarz. Vor allem, weil diese Kreise jetzt die Zahl ausgeschnitten haben und gestempelt wird eigentlich das, was quasi übrig bleibt. Das ist jetzt die Woche 30. Ja. Den 30er brauche ich eigentlich eh gleich noch einmal, nämlich für den Samstag. So. Dann haben wir 31. Passt, damit brauche ich glaube ich das Stempelset nicht mehr, da ist nichts mehr drauf. Genau, gut, das hat ja wunderbar funktioniert. Schauen wir noch einmal kurz wegen dem Durchbluten, also es ist schon ein bisschen, dass man es durchsieht, die blaue Tinte jetzt. Lustigerweise das Schwarz nicht, aber man muss auch sagen, das Schwarz ist glaube ich auch schon wesentlich trockener, als es zumindest das Blau ist. Gell? Gut. Jo, also damit hätten wir das. Die besten Stempel sind jetzt die von Edenit, aber man kann die Zahlen gut lesen. Also da habe ich schon schlimmere Ergebnisse gehabt mit Sets, die, sagen wir mal, vernünftiger ausgeschaut hätten, aber es dann halt doch nicht waren. So, die spickt mir jetzt aber zu sehr in der Ecke. Übrigens das mit dem Ablösen, gell? Also das Problem habe ich jetzt nicht mehr. So wie ganz am Anfang. Also da hat sich es eigentlich nie wieder. Ich komm jetzt. Ach, weißt was. Naja, es ist halt doch ein Plastikbandel, gell? Also nicht so reißfreudig.
wie man das vielleicht sonst kennt von Washi Tape. So. Na komm, geh her. Gut. Das einmal da oben. Irgendwie ist ein bisschen schief, aber passt schon. Und dann würde ich aber tatsächlich jetzt auch gleich da unten eins unterbringen, weil wer hat, der hat. Genau. Und gehen ein bisschen so rüber. Vielleicht bis daher. Genau. Okay, da haben wir jetzt einmal einen Rahmen sozusagen für die ganze Schoße. Gut, dieses Mal würde ich tatsächlich gerne ein bisschen so arbeiten, dass sie drei Kategorien habe, weil ich ja wie gesagt diese drei Kasteln da habe. Da natürlich auch im Grunde genommen drei oder eins ganz runter. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber zumindest die Woche würde ich mir gern so einteilen. Und da stellt sich halt jetzt die Frage, wenn ich da einen Stift nehmen würde und da quasi jeweils am bunten Header machen würde, wo ich zumindest einmal reinschreibe, wofür diese ganze Kategorie ist. Das war ein bisschen so die Idee dahinter. Haha, Wortspiel. Ja, und deswegen habe ich das auch noch mitgebracht. Ich sehe auf jeden Fall da eine Rakete. Ich denke, die werde ich brauchen die Woche. Irgendwann einmal wird da eine Rakete auftauchen. Macht sich drauf gefasst. Gut, wenn ich das jetzt mache, brauche ich natürlich Farben. Das heißt, grundsätzlich wäre so ein Grün ganz praktisch. Ich meine, ich habe natürlich Tombow wieder. Im Augenblick bin ich ein bisschen auf dem Tombow-Trip. Allerdings habe ich nicht für alles was. Also das kann ich mir vorstellen, dass dazu passt. Das wäre das. Dann hätte ich was Blaues. Und sowas Gelbes. Schaut so schön bleich aus wie ein Desfider. Das lässt sich aber relativ leicht auserfinden, ob das passt, weil die Tombos habe ich da hinten ja geswatcht. So, wo bist du? Da. Blau wird wahrscheinlich am wenigsten dazu passen. Was hätte ich denn da für eins gefunden? 42. Das passt gar nicht. 52 außerdem. Gut, du passt gar nicht. 245, wo ist der Frosch? Ja, das geht eigentlich ganz gut. Und dann haben wir noch 0,62 und das geht eigentlich auch ganz gut. Das heißt, ich brauche eine andere Farbe noch. Rot. Da, dieses 761 wird eigentlich ganz gut gehen. Okay. Deswegen swatchy. Gell? Bist du das? 761. Genau, ja passt. Dann haben wir halt die Farben. Also wie gesagt, knatschbunt wird es einmal auf jeden Fall. Passt. Dann, mit welcher fangen wir an? Grün oben. Dann rosa, dann gelb. So quasi ein bisschen von dunkel nach hell. Ja,
Ich glaube, dass mir das am besten gefallen wird. Gut, also jetzt würde, wie gesagt, da entlang und dann da entlang die obere Dinge einmal als Kategorie. Das erste wird auf jeden Fall so ein Today, so ein Heute. Also das heißt, da kommen Termine rein oder eben Sachen, die ich wirklich an dem Tag erledigen möchte. Das zweite ist mehr so ein allgemeines To-Do-Dingsy, was halt noch schön wäre, wenn ich es schaffen würde. Und das letzte ist dann eben so ein Tracking-Kandidat. Da kommt dann das Wasser und das Essen, meine Medikamente kommen da rein. Genau, das wäre die Idee. Gut, also dann versuchen wir mal unser Bestes, da halbwegs so gerade Linie rüber zu kriegen. So. Dass das jetzt natürlich nicht wie sagt man dazu, ein regelmäßiger Dings ist, ist eh klar. Aber das ist mir Würst. Gut, eventuell wäre immer dann doch noch ein Blau, aber Blau habe ich ja gesagt, dass gar keins passt. Gell? Also Blau war ja vielleicht eher von den helleren, auch nicht wirklich. Was haben wir noch? Schwierig. Naja, gut, ich hätte da vielleicht von den neuen Blaus. War da nicht was dabei? Ah. Da war doch dieses neuere Blau, das da. Was bist denn du? 533, das ist das da. War da jetzt nicht gerade an so leicht lila Blau? So ein Vieh, das da. Wartet, wo bist du da? Weil irgendwie hätte ich schon gern zum Beispiel für meine To-Dos jetzt auch noch einmal die Möglichkeit. Ich meine, diese Beeren wären auch noch drauf, aber die sind fast dunkler als alles, was ich so habe. Wo bist denn du, Vieh? Na tolle Wolle, jetzt ist es irgendwo, ah, da bist. 5,33. Naja, im Zweifel wird es gehen. Gell? Im Zweifel. So genau schaut ja auch keiner. Und wer so genau schaut, der klaut. Das wieder aufzufadeln, ist auch Spaß. Gut. Das lasse ich dabei noch heraus und wann und wo ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Sadala. Witzig ist, gell, weil jetzt mache ich ja, wie gesagt, ein ganz anderes Layout, wie ich eigentlich bisher da drin überhaupt jemals gemacht habe. Und der Moritz von The Journaling Guy oder nur Journaling Guy heißt er, glaube ich, der ja in unserem letzten Livestream damals das erste Mal aufgetaucht ist, der hat sich ja den auch gekauft und ist jetzt mittlerweile einer von dreien, gell, die mir geschrieben haben, ja, ich habe mir den jetzt abbestellt. Mindestens drei. Ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob es nicht vier sind. Also, da habe ich schon ein bisschen geinfluenzt, aber passt schon so, weil das Teil ist wirklich faszinierend. Also, er hat ein Layout gepostet, das er jetzt eben gemacht hat. Das war, zuerst habe ich mir gedacht, mal schau, was ist denn das für ein interessanter Planer? Dann habe ich erst gesehen, dass es ein Post von ihm war und haben wir dann gedacht, hey, das ist doch der gleiche, den ich habe. Es hat aber völlig anders ausgeschaut. Also einfach echt cool, taugt mir. Jo, solche Sachen machen mir Freude. Gell? Gut, jetzt möchte ich mit dem Stempelset, weil das jetzt doch ein bisschen dicker ist, daher glaube ich, dass das besser passen wird, einfach jetzt willkürlich, sagen wir mal, da Today und da To Do und da Tracking reinschreiben, damit einfach nur irgendwie klar ist,
was das für Kategorien sind, aber ich möchte es nicht jeden Tag haben. Dies war auch in meinem allerersten Happy Planner, war das super, weil da war nur auf der Seite dieses Morning, Afternoon, Evening. Das habe ich dann schön ignorieren können, weil das brauche ich im Normalfall tatsächlich nicht. So, und ich warne euch schon wieder vor, gell? Ich stempel jeden Buchstaben extra. Und ich könnte aber auf Deutsch stempeln, wenn ich jetzt schon, wobei natürlich die, aber ist mir egal, ich stempel halt auf Deutsch. Es ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass in letzter Zeit meine Stempel eigentlich immer auf der Hand putzen. Schaut dann immer furchtbar aus. Aber ja, ich weiß nicht, es ist einfach einfacher. Schief ist es natürlich, dass die Hälfte reicht. Aber auch das ist etwas, was mir völlig plumpsen ist. Weil, wie gesagt, der ganze Spread wird sowieso dermaßen eine Explosion an Chaos sein, dass es eine wahre Freude ist. Aber wie gesagt, macht mir Spaß. So, dann haben wir To-Do bzw. auf Deutsch zu tun. So, allerdings, was wäre Deutsch für Tracking? Ich glaube, das fällt mir gerade nicht ein. Daher werden wir das jetzt einfach auch auf Englisch hinschreiben, ist ja egal. So, Tracken hat jetzt besser gepasst als Tracking. Gut, das war dann dieser Spaß. Da werde ich jetzt tatsächlich noch gar nicht zu viel eintragen, weil ja, wir wollen ja morgen auch was zu tun haben, ja. Dann brauchen wir natürlich da unsere To-Dos. Und
Da könnt ihr ja jetzt mit der Farbe noch einen Strich so rüber machen. Na, Moment. Was ich auf jeden Fall brauche, ist mein Tracker für die Dailies. Den muss ich jetzt von daher machen, weil ich da ja das Washi kleben habe. Und ich brauche aber alle Zeilen für den Tracker. Das heißt, den machen wir jetzt mal als erstes. Genau, weil da brauche ich alle 11 und ich beide Spalten auch. Genau, also das heißt, genau, so hier. Jetzt bin ich mir wieder unschlüssig, ob ich an Raster zeichnen soll oder ob ich es mit den Punkten machen soll. Naja, ein bisschen schwierig. Ach, machen wir Punkte. Aber ich probiere jetzt was anderes. Ich nehme jetzt einen dickeren Stift. Das habe ich eh das letzte Mal auch gesagt, dass das eben mit den dünnen dann eben immer so unregelmäßige Punkte gibt. Und wenn ich jetzt aber den fetten nehme, ja, also F heißt für mich fett, vielleicht gibt es dann schönere Punkte. Na, das ist ja toll. Genau. So. Und dann haben wir jetzt da zumindest einmal blau. Dann haben wir natürlich da auch noch einmal eine To-Do-Sektion und da auch. Und deswegen mache ich jetzt einfach da auch noch einmal ein Strichchen. Das sollte jetzt aber reichen, weil sonst dann ein bisschen viel von diesen bunten Strichen da. Aber Montag bis Sonntag muss ich noch eintragen. Gut, und da, man, das hätte ich jetzt stempeln können, gell? Aber ich bin das schon so gewohnt, dass ich es einfach nur eingeschreibe. Deswegen. So, jetzt gehen wir doch einmal kurz schauen, ob wir nicht vielleicht irgendwo ein To-Do haben. Bin nämlich überzeugt davon, dass ich da irgendwo ein To-Do habe. Da zum Beispiel. Gell? Da haben wir ein To-Do. Schauen wir, ob das gleich was gleich schaut. Ja, sicher. Passt. Okay. Ja, was erwartet uns diese Woche? Ich habe noch eine ganze Woche Urlaub. Daher soweit kein Problem. Jetzt ist mir doch da das Tee abhanden gekommen. Na tolle Wolle. Wo bist denn du hin? Das Thema ist nämlich, das Stempelset verwende ich so viel, dass sie wirklich jetzt schon schauen muss, dass ich die einmal alle wasche,
weil die kleben von allein ich nicht mehr. Und das T brauche ich natürlich noch öfters wie alles andere. Ah, wo bist du jetzt hin? Na super. Funken, abgefallen ist es. Ja, also das werde ich mir jetzt gleich auf die Seiten legen. Das brauche ich, das muss ich waschen. Also hin und wieder muss man die also ganz putzen, weil die auf der Rückseite dann einfach nicht mehr klebrig sind. Und das natürlich dann auch Blödsinn ist. Jo, also wie gesagt, ich habe noch Urlaub diese Woche, was ja vielleicht tatsächlich auch möglich wäre, das zu markieren, weil irgendwo habe ich nämlich gesehen, dass es einen Vacation Sticker auch gibt. Also das kann man durchaus auch noch markieren. Genau, also das heißt, die ganze Woche habe ich Zeit, die ganze Woche habe ich wenig vor, außer mich auf meinen Lateinkurs nächste Woche vorzubereiten, also die Woche drauf, der dann startet. Da muss ich natürlich ein bisschen was noch machen, vor allem morgen. Ja, das ist, dann habe ich da einen Termin und da einen Termin. Und das war es aber für die Woche. Also den Rest kann ich wirklich ganz frei gestalten. Ich habe ein paar lustige Ideen. So, wir haben da ein Holidays mit einer Palme. Das wäre natürlich süß, wenn wir das gleich da herkleben, ha? Ich habe zwar das Gefühl, dass Holidays mittlerweile sich eigentlich auf Feiertage nur noch bezieht und nicht mehr auf Urlaub, so wie ich das in der Schule seinerzeit noch gelernt habe. Aber wurscht, gell? Ja, da gibt es auch nette Vacation-Sticker. Aber nachdem sich das ja noch auf die ganze Woche bezieht, werde ich da jetzt nicht umtun, aber süße Regen. Bögen können wir unterbringen, ja, wo ich das Wetter unterbringe. Naja, das passt aber grundsätzlich in heute auch rein. So viel muss ich da ja eventuell gar nicht reinschreiben. Gut, das wäre das. Dann werden wir mal die Termine markieren, weil ich denke, das ist relativ schnell passiert. Das heißt, wir haben da einen Termin. Da weiß ich zwar noch nicht, ob ich nicht da dafür was mache. Weil, was ist der Termin? Ich muss mein Auto zum Service bringen. Und das ist um 7:45 Uhr. Da sperren die auf. Und entweder stellt man in der Früh rauf oder wir machen das am Dienstag am Nachmittag, was ich für wahrscheinlicher halte. Gell? Da hätten wir jetzt was für Termin. Ist da ein Auto? Wobei ich das irgendwie schwierig finde. Jetzt suche ich natürlich ganz furchtbar viel, gell? Weil man so genau kenne ich jetzt meine ganzen Sticker von ID dann auch wieder nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die ein Auto haben. Schauen wir mal ganz kurz. Fitness auf jeden Fall. Dahinter verstecken sich natürlich auch mehrere, weil sich das ja alles nicht ausgegangen ist, das jeden Sheet einzeln reinzutun. Aber das sind im Prinzip immer gleiche Orten, die ich mir da zusammengetan habe. Das kann man natürlich wunderbar verwenden, um zum Beispiel für heute den Fokus. Haha, gefällt mir schon. Gefällt mir schon die Idee. So, eher die Farbpalette, eher die Farbpalette, gell? Die gefällt mir schon die Idee. Das heißt, Fokus. Eher da. Und nachdem ich jetzt da grün bin, ich würde aber jetzt nicht alles grün machen, was da drinnen ist, sondern zu grün finde ich passt immer gelb sehr gut. Also nehmen wir gelb. Und wenn ich das für jeden Tag brauche, ah, dann nehmen wir für jeden Tag einfach ein anderes Symbol. Das ist ja egal. So, einmal.
Das Klasse ist ja, dass, also das Klasse für so ein Wimp ist, dass mein Urlaub ja eigentlich eh meistens daheim stattfindet und ich daher zumindest genau das eh ganz normal mache, so wie auch im normalen Alltag, was ich da drinnen immer plan, weil alles, was halt Haushalt betrifft, wird ja da drinnen geplant. Und dementsprechend habe ich aber schön Zeit, das A euch zu zeigen, auf der anderen Seite im besten Fall dann aber auch zu machen. Genau. Ja, also das heißt, im Großen und Ganzen schaut es dann gleich aus wie in meinem normalen Alltag. Nur, dass ich hoffentlich ein bisschen mehr erledigt kriege als normalerweise. Und was noch? jetzt stehe ich auf der Leitung. Genau, und Zeit habe zum Filmen und zum Bearbeiten. Genau, das war es, was ich sagen wollte. Gut, damit habe ich Platz für meinen Fokus. Jetzt habe ich immer noch keinen Termin eingetragen. Ich wollte schauen, ob wir ein Auto haben. Aber ich glaube das nicht. Ich meine, ich hätte ein anderes Stickerbuch, wo ein Auto drinnen ist. Das könnte aber grundsätzlich sogar passen. Vielleicht mache ich das. Ich meine, ich habe Rollerskates, aber Rollerskates passen nicht wirklich gut zum Dings. Und ich glaube, da sind auch keine Autos dabei. Ja, aber nachdem, wie gesagt, diese anderen Sticker eigentlich auch ganz gut passen, bei mir ist dann wieder viel zu viel Laden offen, habe ich nämlich hier diese Bip-Stick, ein Stickerbuch mir mal gekauft. Das gibt es bei Amazon grundsätzlich. Und Bipstick ist etwas, puh, die kenne ich auch schon ewig. Die machen solche Sticker-Abo-Geschichteln, da kriegt man dann jedes Monat ein Backerl, wo Sticker von verschiedensten Firmen drinnen sind. Also das heißt nicht nur eigene Produktionen, das auch, also das zum Beispiel ist eigene Produktion, aber eben auch von anderen Firmen. Was dann eben dazu führt, dass man halt eine große Vielfalt eben hat. Das habe ich tatsächlich kennengelernt bei der Tess W. So, und jetzt schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr euch an die Tess W noch erinnern könnt. Die Tess war, ich glaube, überhaupt eine der ersten deutschen YouTuberinnen, die ich gefunden habe. Und zwar, weil die Erin Condren Videos gemacht gehabt hat. Also das war eigentlich die einzige, die ich gefunden gehabt habe, die diesen Erin Condren damals verwendet hat. Und zwar 15 war ich ja ganz auf Erin Condren. So, ich nehme jetzt einen Käfer. Mein Auto ist zwar kein Käfer, aber nichtsdestotrotz ist er kugelig. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zach werden mit dem Knick da in der Mitte. Sadala. Passt. Dann schreiben wir schon mal rein. 7 Uhr. Ja, ich schreibe das Bitchen jetzt mit der Hand. 7. 45. Ja, das Thema ist nur, dass es die Tess W nicht mehr gibt, weil im Zuge dieser ganzen, wir müssen alles als Werbung markieren, selbst wenn wir, also das war eben ein bisschen eine Unsicherheit damals. Ja, was muss man jetzt tatsächlich als Werbung markieren? Nur das, wo man auch wirklich was geschenkt gekriegt hat, oder muss man auch einfach generell, ich meine, jetzt verwende ich das, ich habe das zwar selber gekauft, aber muss ich jetzt das Video als Werbung markieren, weil sie mich sonst abmahnen, weil ich das nicht getan habe. Ja? Erstens einmal war das ein schöner Blödsinn, weil nein, Bipstick zahlt mir nichts dafür, dass ich diese Dinger da verwende. Ich suche übrigens jetzt gerade verzweifelt, ob ich noch was für einen Ortstermin hätte, aber ich glaube nicht. Ja, also im Zuge dessen hat sie ihren Kanal stillgelegt und alle Videos zumindest auf privat geschalten. Ob sie es wirklich auch gelöscht hat, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat sie das. Und es ist durchaus ein bisschen schade gewesen, weil es war ganz witzig.
Und ja, ich meine, das Ganze hat sich natürlich dann beruhigt. Manche sind hergegangen, haben dann einfach einen Balken gemacht, unbezahlte Werbung. Was ja wirklich ein absoluter Witz ist. Also, ich meine, Entschuldigung schon vielmals, wie kann ich abgemahnt werden für die Tatsache, dass ich Dinge, die ich gekauft habe, in einem Video herzeige? Und ja, es haben jetzt mit mindestens drei, wenn nicht sogar vier Leute den Planer gekauft. Ich meine, natürlich hat das einen gewissen Einfluss auf die Firma, die ich da jetzt verwende, aber die wissen ja nicht einmal was von mir. Also, ich meine, das ist ja wirklich ein völliger Schwachsinn gewesen. Es hat sich, wie gesagt, beruhigt, weil es ja dann doch nicht so war. Aber einfach war die Situation damals sicher nicht. So, da, da. Jetzt hätte ich aber nichtsdestotrotz gern da trotzdem irgendwas, was man machen kann. Man könnte ein Auge nehmen, so nach dem Motto. Die schaut sich mich hier an. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir können aber auch einfach eine Sprechblase. Na, da ist sie jetzt natürlich nicht mehr drauf. Gell? Aber wir können diese Sprechblase hier nehmen. Und da den Termin so markieren. Genau, also das heißt, wann habe ich denn den Termin? Um 11:30 Uhr. Genau, passt. Termin ist eingetragen. Und das war es jetzt eigentlich einmal, was ich an Terminen habe. Fokus ist jetzt dann eigentlich da vorne. Wo habe ich die denn? Übrigens, gell, meine Urlaubsprojekte. Gell? Also so schaut mein Kanban-Board, das ich am Anfang gepostet habe, wie mein Urlaub angefangen hat. Ein Projekt, eben das Regal ist fertig, Latein ist in Arbeit. Für das habe ich ein paar Sachen gemacht. Da werde ich vermutlich nicht mehr weiter dran arbeiten, weil heben darf ich nichts. Also ich darf zwar sonst recht viel, aber heben darf ich nichts. Also dementsprechend. Jetzt muss ich nur finden. Der YouTube und Blog-Dings ist leider Gottes nicht wirklich was mehr für mich. Das habe ich früher viel verwendet, aber jetzt ist es nichts mehr. So, Adela, ich werde jetzt das so übernehmen, wie es da ist. Es ist eh wurscht, ich habe jetzt eher Wochen so gut wie nichts tun können. Und daher schadet es nicht, wenn man von vorn anfängt. Okay, ganz abgesehen davon, dass ich alleine bin. Genau, weil nämlich mein Schatzchen morgen wegfährt. Ja, der startet morgen seinen Jahresurlaub, wie er das so schön nennt. Also halt einfach seinen Sommerurlaub, weil eigentlich hat er nämlich schon zu Weihnachten auch Urlaub. Also es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt nur da Urlaub hat. Aber dann bin ich alleine. So schaut's aus. Ich wollte diese Dings da unbedingt verwenden. Und ich glaube, ich würde die da verwenden. Die passt da gerade so schön in diese Reihe da rein. Und haben wir jetzt gerade irgendwie gedacht, das wäre süß, wenn da jetzt in jedem Kastel was wäre. Das heißt, ich meine, wir haben Sommerurlaub, wir könnten ein Bikini noch hinpicken. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Monster, glaube ich, werden es nicht. Also die Monster passen mir nicht so hundertprozentig da dazu. Deswegen werden wir das vermutlich noch lassen. Und sonst, ich hätte jetzt da einfach gern noch was.
Also es wird ein ewiges Gesuche heute, gell? Mir lachen jetzt gerade die Rollerskates an. Also ich habe nicht vor, Rollerskaten zu gehen. Ich habe zwar welche, aber ich fürchte, das wäre eher lebensgefährlich, wenn ihr das machen würdet. Sollte ja so bleiben lassen. Aber ich finde sie gerade witzig. Genau, so. Außerdem passt es jetzt so quasi, dann habe ich auch wieder drei Kategorien, ohne deswegen gleich einen Balken machen zu müssen. Das ist gut so. Gut, das heißt, wir haben da jetzt einmal das heute, dann brauchen wir aber noch den Gießplan. Aha, okay, da habe ich dann auch noch diese Späße, die muss ich auch noch markieren und morgen sind die Orchideen dran. Da habe ich mir gedacht, ich habe noch was mitgebracht, wartet mal. Habe ich euch ja was vorenthalten, weil natürlich habe ich auch diese Stempel von Idee, wobei ich jetzt auch glaube, dass ich die nicht wirklich brauche, aber hier hätte ich einen Stempel mit Pflanze und da hätte ich einen Stempel mit Kamera. Allerdings, wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann habe ich eigentlich keinen Platz. Wenn ich allerdings da einfach nur die Kamera dann daher stempel, irgendwo und Wimp hinschreibe und das wäre dann die YouTube-Kategorie, dann sollte es schon passen. Es ärgert mich jetzt, weil ich das kann jetzt vielleicht doch da nicht brauchen. Daher. Ja, du machst daher. Genau, dann mache ich jetzt nämlich da quasi den Stempel in was für einer schönen Farbe. Wie gesagt, das Orange und das Rot, die sind ein bisschen zach. Die anderen sind allerdings relativ saftig. Genau. Warte jetzt einmal. Stempel-Dingsbums-Test habe ich nämlich da hinten gemacht. Ja, also das ist jetzt das Lila zum Beispiel und das geht durch. Halleluja! Gell? Nämlich auch regelrecht, dass es noch suppt. Ja, also das heißt, man hat einmal gestempelt, dann denkt man sich, yes, alles super gegangen und dann suppt es so richtig schön noch. Genau. Aber Color Theory geht eigentlich eh auch ganz gut. Ja, dann schauen wir mal. Bei Color Theory hätte die nämlich eher rosa. Das würde wieder eher gehen. Genau, nehmen wir doch einfach das rosa. Nicht die Pflanzen, sondern die Kamera. Jetzt ist nur, das werde ich zuerst wo abstempeln, weil das, da ist ein bisschen schwarzer Rest drauf, nicht, dass sich der jetzt dann ablöst. Das kann ich ja gar nicht brauchen. So. Genau, Kamera. Gut, weil dann werde ich nämlich da nur Wimp hinschreiben als Erinnerung quasi, dass ich das tun muss, weil da habe ich jetzt nicht für jeden Tag den Platz, eventuell Wimp und die Pflanzen unterbringen zu müssen. Daher werden wir da mal nur die Pflanzen unterbringen und haben daher morgen Orchideen. Einmal, was habe ich noch gesagt? Dann am 28. Orchideen besprühen und Pflanzen gießen plus. Und das war es dann mit dem Gießen aber eh für die Woche. 28. ist der Donnerstag. Gut, die Pflänzchen, die können wir dann ein bisschen anmalen. Wo sind jetzt meine Tombos hin verschwunden? Da sind sie.
Also, die sind natürlich grün. Na, machen wir einen rosa-roten Topf. Passt, also das heißt hier. Okay, gut, wie ich das markieren werde, dass ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Gell? Weil eigentlich hätte ich gerne einen Punktstadl davor. Ja, ich werde es wahrscheinlich einfach so abhaken. Das wird jetzt nicht das große Problem sein. Gut, schauen wir mal, wie das schon ausschaut. Also, es wird chaotisch. I can tell you that. Gut, dann habe ich mir allerdings eben hier auch vorgenommen, Bettdecken und Bolster zu waschen, weil wenn Schatzlicher nicht da ist, ist das natürlich wesentlich leichter, als wenn er da ist, weil ich kann bei derer Hitze einfach mit einer Dings da auch schlafen, mit einer Bettüberzugsdings, also ohne Decke. Das ist weniger das Problem. Beziehungsweise kann ich einfach sein Zeugs waschen und dann mit seinem Zeug schlafen. Das kann ich nämlich auch machen. Deswegen werde ich mir das jetzt einfach als To-Do für die Woche eintragen. Jetzt weniger für den Montag. Also, okay, passt. Und da haben wir noch eben alles Mögliche für die Katzen. Dann schauen wir gleich einmal. Also es gibt auf jeden Fall eine Katze. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass bei diesen komischen Charakterdinger, also da gibt es ja schließlich auch eine Katze. Also gibt es doch sicher auch bei diesen Stickern eine Katze. Es wird heute fürchterlich blenden, glaube ich. Da sind nur Schweine. Na, da ist auch eine Katze. Wartet, die ist rosarot. Ja, das passt mir ja wohl. Ja. Na tolle Wolle. Und genau die habe ich wieder alle gebraucht. Was ich übrigens super finde, ist, dass es da Hasen gibt, die eine Maske aufhaben. Perfekt, weil das wäre für Samstag fürs Einkaufen. Also ich bin ja jetzt definitiv wieder mit Maske unterwegs. Also nicht nur, weil ich ja gerade im Krankenhaus war und das daher mal sowieso für sehr sinnvoll erachte, sondern 15 Tote, glaube ich, waren heute wieder und über 10.000 Fälle. Ja, tu mal lieber wieder Maske tragen. Also zwischenzeitlich habe ich mir jetzt dann schon gedacht, yes, einmal nimmer, aber gut, das werden wir daher kleben, damit sie zumindest nicht in einer Reihe sind. Einkaufen. Weil auch wenn das Schatzliche nicht da ist, fürchte ich, werde ich genau die gleiche Routine einhalten und einmal hier zumindest einen Großeinkauf machen. Ich gehe wahrscheinlich jeden Tag ein bisschen was auch noch einkaufen, aber dass ich halt quasi nur einmal mit dem Auto einkaufen muss.
Okay, und Bett überziehen müsste ich mir auch noch markieren, weil eigentlich ich fürchte, für sowas werde ich jetzt gar keinen Sticker haben. Aber dafür haben wir sonst vielleicht was. Ganz kurz. Wie schaut denn das aus? Get it done. Ha? Get it done. Bett überziehen. Klingt doch gut. Machen wir das auch vielleicht so ein bisschen, dass der da rausschaut. So quasi absichtlich. Sehr schön. Gut. Gut. Was? Da könnt ihr zum Beispiel vielleicht ein Urlaubsprojekt. Ich habe noch so ein bisschen eine Idee für ein Urlaubsprojekt, was eventuell noch was werden könnte, dass ich nämlich Überzüge für meine Couch nähe, also hauptsächlich mal Polsterüberzüge, aber eben auch so eine passende Abdeckung. Das könnte man vielleicht da, muss ich nur noch schauen, wegen Stoff. Dann das wäre quasi meine YouTube-Sektion und das wäre jetzt noch die Geschichte für den Kurs. Genau, das sind die Dailies. Dann da kann das ganze To-Do-Zeugs sich verbreiten. Das ist dann eigentlich ganz gut. Dann Tracker. Gell? Also, wie könnte man das, was müssen wir denn einmal tracken? Also grundsätzlich muss ich mein Medikamente-Zeugs tracken. Und dafür würde ich aber tatsächlich das einsetzen, was ich sowieso jetzt schon die längste Zeit eingesetzt habe, weil das wäre idiotisch. Und zwar ja. Achso, das habe ich ja direkt da drauf. Genau. Spinnt die Welt. Da ist es nicht drauf. Da ist es drauf. Genau. Also diese kleine Medikamentendose, Schachtel, Flasche, was weiß ich, was das ist. Wenn man die da her, ich muss da definitiv das Ganze noch dreimal am Tag was nehmen. Da soll die zweimal am Tag. Und da dann eh nur mehr einmal. Genau. Also, werden wir das derweil ein bisschen prominenter machen, zumindest noch an die 2 Tage. Ja, na, dabei machen wir es alles an. Ein bisschen eine Regelmäßigkeit wäre schon vielleicht schön, dass nicht jeder Tag anders ausschaut. So. Das. Und da haben wir. Jetzt ist der auch schon abgefallen. Das verwende ich auch ständig. Und deswegen halte ich das da auch nicht mehr gut. Komm her da. Jetzt machen wir ganz kurz schauen. Da auch was.
Gut, das war das. Dann jetzt die Frage nach dem Trinken. Aber ich glaube, ich meine, es gibt jetzt da schon die Möglichkeit, Gläser oder so. Grübel, grübel und studier. Also ich habe jetzt da dann schon irgendwo eben so Gläser. Ja, sowas zum Beispiel. Aber jetzt jeden Tag sowas hinzukleben, das wäre mir einfach zu viel. Es hilft nichts. Ich glaube, ich werde meine Tracking-Sektion genauso machen, wie ich sie eigentlich immer gemacht habe, nämlich mit diesen Stempeln. Allerdings könnte ich da jetzt den Medikament, den ich da oben untergebracht habe, wieder einmal den da nehmen fürs Wasser. Und dann noch Futter. Was nehmen wir denn fürs Futter? Letztens habe ich mal eine Pfanne genommen. Das war ganz witzig. Aber ich nehme jetzt, glaube ich, das da. Das ist ein bisschen quirky. Habe ich natürlich durchaus Pläne, die lustigsten Sachen zu essen. Also wieder mal alles das, was halt mein Schatzchen nicht isst, beziehungsweise wo er sogar regelrecht sagt, das darf ich nicht kochen, während er da ist, weil es angeblich komisch riecht. Ja, da gehören dann so Sachen wie Gorgonzola auch dazu, muss man auch dazu sagen. Oder einfach auch Sachen, wo ich sage, wie früher. Also eben, dass ich eigentlich immer ganz gern hergegangen bin, der ganz normale, tiefgefrorene Pizza gekauft habe, eine Margarita. Und die dann selber mit Sachen belegt. Schmeckt hervorragend, gell? Und brauchst keinen Teig machen und so weiter und so fort. Also, ja. Gut. Ja, also das wird anders. Das wird es einmal auf jeden Fall. Es wird anders, aber ich glaube, es wird ganz witzig werden. Die Frage ist, wie viel Farb da unten jetzt noch hin soll. Ich könnte mal die Flaschen rosa machen. Gut, jetzt habe ich mir beim Ausmalen gerade überlegt, warum die eigentlich ein Kreuz drauf haben. Ja, ich vermute, was jetzt nicht in Deutschland kann ich mir jetzt gerade nicht erinnern, wie Apotheken ausschauen, aber in den meisten Ländern haben die nämlich, glaube ich, Kreuze als Symbol und nicht ein A. So, und dann ist die Frage, ob ich das Blau dann nehme zum Ausmalen vom Wasser. Ich glaube nicht, dass ich gleich das Wasser von Haus aus alles blau haben möchte. Aber ausmalen könnte ich es dann. Das wäre vielleicht ganz witzig. Gut. Jetzt überlege ich, was wir sonst noch brauchen könnten. Wir brauchen natürlich jetzt hier Checklisten. Das ist zu tun, also sollten da Checklisten hin. Und wozu haben wir denn die Schablonen mitgebracht? Da gab es jetzt diese da. Oder.
Diese da. Dieser Blutdünner, dafür wahrscheinlich für den Rest eigentlich zu zierlich. Auf der anderen Seite ist das halt sehr eng beisammen. Sagt man das? Schauen wir mal ganz kurz, was meine Stempelsets so sagen. Es schaut ungefähr gleich aus. Muss sagen, meine eigenen Schablonen. Wenn man übrigens jetzt neue Schablonen gemacht, heute gerade geschnitten, weil ich ja jetzt immer noch so ein bisschen auf dem Trip bin, Mom Run Craft oder was weiß ich, wie der Account heißt, dass ich einfach so ein bisschen unregelmäßige Formen und so, geometrische Formen habe ich auch ausgeschnitten, aber eben jetzt einmal so. Ja, mit denen habe ich was vor, ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas werde ich schon machen damit. Ja, ich wollte es einfach gemacht haben. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit meiner Silhouette zu spielen und mit Schablonenmaterial, dann mache ich das natürlich. Gell? Jetzt geht es natürlich nie wieder da rein. Deswegen lasse ich das jetzt. Genau, und irgendwo habe ich da meine eigenen Dinger da. Und die könnten jetzt netter daher passen. Genau, wenn wir das nehmen. Die passen jetzt von der Form her auch besser zu dem, was ich gestempelt habe. Genau. Und das machen wir Auge mal Pi. Was mir jetzt gerade einfällt, jetzt muss sie ja während des Schätzchen nicht da ist, das heißt, ich habe 14 Tage Zeit, noch einmal die ersten zwei Staffeln von Lock and Key schauen. Das ist ja eine Serie, die ich letztes Jahr entdeckt habe, während er weg war. Also zwei Serien habe ich eigentlich letztes Jahr entdeckt, während er weg war. Die eine war eben Lock and Key, die andere war Cutler. Und beide haben wir dann geschaut, wie er wieder da war. Und hat er mir jetzt verboten, die jetzt am, glaube ich, 3. August kommende dritte Staffel von Lock and Key alleine zu schauen. Naja, gut. Passt schon, weil wenn ich ja eh zwei vorher zum Schauen habe, dann habe ich eh zu tun. Das Lustige ist nur, bin mir gar nicht sicher, letztes Jahr ist, glaube ich, die zweite Staffel von Lock and Key rauskommen. Das heißt, ich habe die erste zweimal gesehen, nämlich einmal alleinig und dann, wie die zweite rauskommen ist, mit ihm zusammen die erste und die zweite. Und ja, und jetzt ist also dieses Jahr zwei Staffeln nachschauen, weil ich ja eben ein schlechtes Gedächtnis habe, beziehungsweise das halt einfach gern mache. Und dann kommt die dritte Staffel. Bin ich ja auch sehr gespannt, was sie da machen werden, weil ich meine, es hat das Ende natürlich der letzten Staffel schon was Neues eröffnet, aber zumindest ein Handlungsstrang hat sich ja mal beendet. Bin ich sehr gespannt. So, dann hält man das und dann würde ich jetzt eventuell da so ein paar Checklisten zumindest unterbringen.
Und das ist ein bisschen ungünstig, dass das Ding da klebt. Du bist ein bisschen ungünstig da. Habe ich da richtig hingeklebt, gell? Und jetzt passt mir das aber gar nicht. Aber eigentlich ist es mir auch wurscht. Mit 3 sollte ich da definitiv auskommen. Ich weiß es jetzt nicht, was er da gerade draußen treibt. Aber er packt ja auch. Also, so. Nur werde ich jetzt, damit man auch weiß, welche dieser Checklisten wohin gehören, machen wir die 3 einmal gelb. Oben die machen ja, irgendwie ganz witzig. Jetzt möchte ich natürlich jetzt nicht schon viel einfüllen, weil ich mir denke, kommt ja noch was. Ja, nicht jetzt könnt ihr noch was kommen, sondern könnt ihr noch was mir einfallen, was ich dann morgen mache. Jetzt überlege ich gerade, ob ich da noch einen gelben Streifen rüber machen soll, aber irgendwie passt es nicht. Dann hätte ich rosa, gelb und blau. Nein, das weiß ich noch nicht. Das kann ich mir ja dann während der Woche auch überlegen. Jo, Review werde ich kann's machen. Das werde ich, glaube ich, dann euch einfach morgen präsentieren. So schaut es aus. Das sind die Sachen, die ich so tun möchte. Erstens habe ich dann was zum Reden. Und überhaupt und außerdem. Das ist mehr so eine grobe Geschichte. Und da kamen dann die Sachen rein, die ich wirklich konkret machen möchte. Da schreibe ich jetzt nur noch Wimp hin. Wobei mir da einfällt, dass ich auch tatsächlich Alphabet-Sticker da dabei habe. Schauen wir mal, ob sich das in irgendeiner Form ausgeht, dass man das mit dem Alphabet macht. Die sind relativ groß.